here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Howdy zusammen, ja. Howdy Partner. Howdy Partner, ja. Hier Grüße aus dem Chat, fast gesagt, wilden Westen, aber wir sind ja hier sogar im Südwesten der USA. Heute geht es um die Nerd-Culture und insbesondere um die Cowboy-Culture, denn wir haben uns ein neues Format überlegt, der sogenannte Nerd-Talk. Und das wird quasi eine Special-Episode, die eher unregelmäßig kommt. Also wir wollen ja jetzt nicht sagen, jede Woche oder jede zweite Woche, also immer mal so, wie wir gerade Lust haben, gibt es die quasi als Ergänzung zu unserer Folge am Donnerstag. Das heißt, wir werden dann darfst du auch nochmal vorher ankündigen. Es gibt quasi das als Special-Folge ab und zu, als nette Belohnung zur Hälfte der Woche. Und genau. Heute haben wir uns überlegt, wollen wir über die Cowboy-Culture sprechen. Basch, möchtest du starten? Ich möchte erstmal kurz dir Props geben, was für diese Idee. Wieso glaube ich, dass es auch passt, etc. ist ja, weil da sind wir gerade so einen Punkt angekommen. Alles irgendwie Culture. Alles hat irgendwie, aber es hat, alles hat einen Ursprung, ob alles mit der Culture ist, weiß ich jetzt nicht. Aber als du das Thema vorgeschlagen hast, mit der Cowboy-Culture, muss ich da denken, dass aktuell halt irgendwie Cowboy-Stiefel auf jeden Fall hier in der Region Dach auch bei 25 Grad vor allem vom Damen getragen, Weibchen, Damen hört sich ganz komisch an, aber Frauen getragen werden. Deswegen dachte ich mir so, ja, da ist im Endeffekt das Signifikante, was man gleichzeitig zu den Swifties mit rüber besetzen könnte, ist zu sagen, wie weit kommt das irgendwie wieder durch die Swifties gedreht, etc. Aber sind ja tausend andere Themen, etc. Also die Culture an sich. Im Endeffekt hast du ja schon im Endeffekt, was hat dich im Endeffekt dazu gebracht gehabt, irgendwie, dass wir die Cowboy-Culture überhaupt als erstes nehmen? Der Punkt, dass ich in den USA bin und hier gerade natürlich sehr viel Country unterwegs ist, aber vor allem auch so, dass es gerade ja sehr viel mit Beyoncés neuem Country-Album oder Shaboozy, der so ein afroamerikanischer Country-Sänger ist, was es so eigentlich davor noch gar nicht gab, finde ich eigentlich sehr cool und deswegen dachte ich mir, lass uns darüber sprechen. Ich werde tatsächlich mal ein bisschen darauf eingehen, wo die Cowboy-Culture eigentlich entstanden ist und wo sie so ein bisschen herkommt. Es entstand im 19. Jahrhundert im Westen der USA. Man kennt es ja so wilder Westen. Mhm. Ja, und Cowboys waren eigentlich ganz, ganz klassisch. Würde man nicht sagen Farmer, weil sie waren schon ein bisschen mehr. Das waren quasi Viehtreiber. Ja, die haben die Kühe oder das Vieh von der Weide zur Bahnhofsverladestation gebracht. Das ist eigentlich die Definition eines Cowboys. Genau, also es wurde natürlich ganz, ganz stark geprägt in diesen Jahren durch die Westward Expansion, ja, eine historische Zeit, wo quasi alles nach dem oder in den Westen gegangen ist, also die Bewegung in den Westen oder in den Westen der USA zu gehen, ja, neue Gebiete zu besiedeln, hat das natürlich ganz stark geprägt. Ich würde es quasi von dir übernehmen, denn was du gerade schon irgendwie reingenommen hast, hat die Frage, so klar, es ist ein Amiland, wie ist es quasi in Deutschland quasi angekommen? Ich glaube, auch bevor ich noch da war, bevor du da warst, ich glaube, hier ist es im Endeffekt, also nicht nur in Deutschland, sondern in Europa ist es halt im Endeffekt, die Cowboy-Culture ist reingekommen, wo man gesagt hat, so, okay, da kommen die ersten Bücher von Karl May etc., also so im Endeffekt genau, die Westernwelt dargestellt wurde und im Endeffekt nicht nur damals, sondern ich glaube auch die Cowboy-Culture, wie sie jetzt heutzutage angekommen ist, auch in 2024, hast du nicht nur durch die Musik, die du genannt hast, sondern wie viele Leute wurden halt jedenfalls an diese Cowboy-Culture und sei es nur das Farming wieder rangenommen, durch Serien wie Yellowstone, die im Endeffekt so einen großen Hype bekommen haben, wo du sagst, okay, da setzt sich aber der Inhalt der Serie nicht nur mit den Leuten aus, sondern quasi mit dem Ganzen dahinter. Und ich glaube, deswegen ist es aktuell auch so omnipräsent, dass diese Cowboy-Culture im Endeffekt mit dem Farming, Outdoors etc., das ist halt viel mehr noch in der aktuellen, ja, bei uns in der Kultur mit angekommen ist. Wie der Western so ein bisschen, es gibt ja wirklich das Wort Western, was sich auf Filme und Bücher bezieht. Und das hat natürlich in den USA auch ganz viel geprägt. Also es gibt unzählige Autoren, die quasi ganz früh ganz spät im 19. Jahrhundert, ganz früh im 20. Jahrhundert darüber geschrieben haben, also der unzählige Filme, ja, The Good, The Bad and The Ugly, Country for Old Men, ja, oder Little Big Man and Riders of the Purple, also es gibt da die ganzen Spaghetti-Western. Die gibt es sowieso, aber das ist ja dann, Spaghetti-Western ist ja wieder, das ist ja auch wieder was nach Deutschland viel geschwappt ist, tatsächlich. Die Billigproduktion in Italien, legendär, ja. Spaghetti-Western, keine Frage, genau, Karl May, hast du schon gesagt. Das ist natürlich ein großer Punkt, der deutsche oder die deutsche Cowboy-Kultur geprägt hat. Wenn wir schon über Cowboy sprechen, jetzt einen wirklich nerdy Fun-Fact, den ich herausgesucht habe. Im Jahr
1874 hat tatsächlich der gute Cowboy Joseph Glidden, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, den Stacheldraht erfunden. Ja, also tatsächlich der gute Herr, ich werde mal ein Bild von ihm einblenden, weil sein Name, keine Ahnung, ob er deutsch oder amerikanisch, wie auch immer er ausgesprochen wird, er hat auf jeden Fall den Stacheldraht erfunden, was natürlich erstmal spannend ist. So. Und natürlich jede Kultur hat einen bestimmten Kleidungsstil, hat eine bestimmte Musikrichtung, egal ob wir da jetzt in Richtung Goth gehen oder was auch immer. Natürlich, also ich glaube, bei der Cowboy-Kultur ist das offensichtlich ja jetzt überall anders. Ja, Cowboy-Hut, Lederstiefel, Jeans, vielleicht noch ein kariertes Hemd, Bandanas, das ist natürlich, und natürlich hat das alles funktionelle Gründe, also Bandanas, um Schweiß aufzunehmen, ja. Lederstiefel, weil sie robust sind, auch bequem tatsächlich. Ich habe auch Lederboots, also beziehungsweise, ja, genau, Cowboy-Boots, und ich habe auch ein Cowboy-Hat, seitdem ich hier in Oklahoma wohne. Ich werde auf jeden Fall kein Bild raussuchen, wo ich das trage, weil das machen wir mal lieber nicht. Aber klar, das hat natürlich alles funktionelle Gründe in der Cowboy-Culture, also insbesondere der Cowboy-Hat natürlich zum Sonnenschutz und dann irgendwie die Hemden, weil sie auch durchaus robust sind und ne, so, also das hat natürlich funktionelle Gründe. Der Musikstil ist eigentlich auch, hat so einen Wandel erlebt in den letzten Jahren, sodass man quasi sagen kann, als der Musikstil gestartet hat, war es vor allem Country-Musik, die ziemlich klassisch, in Deutschland würde man sagen, Volkslieder waren, über das Leben der Viehtreiber gesprochen haben, ja. Und dann gab es so ein Subgenre, was ich Honky-Tonk nenne. Das ist Country-Musik, sehr viel mit Tanzrhythmen und gefühlsbetonten Texten. Und heute gibt es dann natürlich ganz logisch die moderne Country oder die moderne Country-Musik, genau. So als gutes Beispiel da natürlich Zach Bryan oder auch Taylor Swift, die tatsächlich anfänglich ja Country-Sängerin war. Mittlerweile ist sie davon auch weit, weit weg. Aber Country, ja, muss man, glaube ich, auch mögen. Ist sehr speziell, ist jetzt nicht meine Lieblingsmusikrichtung, auch wenn es mal ab und zu ein paar Songs gibt, die ich mir anhöre. Was ist denn aber der Status Quo? Also der Status Quo der Culture ist natürlich, sie ist all over verbreitet, in Europa, in den USA, ganz klar. Und vor allem nach wie vor insbesondere die Mode, also gerade was du schon gesagt hast, ich glaube, wenn man in Hamburg-Eppendorf rausgeht, auf einen Samstag wirst du mehr Mädchen mit glitzernden Cowboy-Boots sehen, als du wahrscheinlich in Oklahoma sehen wirst. Also glitzernde wirst du hier gar nicht sehen, aber ich glaube auch Cowboy-Boots siehst du da öfter. Das ist schon sehr, sehr verbreitet, gerade in Deutschland und so. Auch die pinken Cowboy-Hats, ja, also es ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. In Oklahoma siehst du einfach die klassischen, so wie es eigentlich ist, und in Deutschland siehst du dann Dinge, die Amerikaner niemals tragen würden. Ja. Ansonsten, Country-Musik ist natürlich neuer denn je, also zum Beispiel ja, Zach Bryan, auch sehr beliebt bei manchen meiner deutschen Freunde, oder zum Beispiel Beyoncé hat natürlich nochmal ganz viel Aufmerksamkeit mit ihrem Album darauf gebracht, wobei ich viele meiner Freunde kenne hier in den USA, die sagen, okay, Beyoncé, für sie ist das kein richtiges Country-Album, also klar, sie hat damit mit irgendwie ganz vielen Leuten zusammengearbeitet, die tatsächlich Country-Legenden sind, ja, also Dolly Parton und so. Das ist natürlich schon, hat sie schon gut gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist jetzt auch nicht mein Fall. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, das war jetzt nicht mein Lieblingsalbum von Beyoncé. Und ansonsten natürlich, was ich schon gesagt habe, Shabuzi, der hat diesen ganz, kennst du diesen Bar-Song von TikTok, diesen trendy Song? Ja, genau. Also den hat er ja quasi geschrieben und hat auch mit Beyoncé ein paar Songs für ihren Album aufgenommen. Aber ist quasi ein afroamerikanischer Country-Star. Was krass ist, weil das irgendwie früher gar nicht ging. So, ja, also Cowboys waren früher weiße Männer mit einem Cowboy-Hut und komm, hol das Lasso raus mäßig. Ja, also das ist deswegen irgendwie ganz spannend. Und man sieht halt einfach, dass es so eine neue Richtung oder eine neue Entwicklung in die Richtung der Felder Diversität, des Felds vor allem, ja, auch mehr die Rolle von Frauen herausnehmen, weil das gab es früher auch gar nicht. Aber all das ist quasi so Teil der Country-Culture mittlerweile. Also weibliche Farmer, weibliche Country-Sängerinnen, proamerikanische Leute, also da entwickelt sich die Culture quasi gerade weiter. Und das ist natürlich mühsam, weil es viele Klischees gibt, aber das ist quasi so der Überblick der Culture. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, deswegen würde ich dich einfach fragen, Basch, du irgendwelche Berührungspunkte mit der Culture? Also ich glaube, so ein bisschen mehr auch für die jüngere Generation ist es mit rauskommen mit Lil Nas X, der vor, ich glaube, 3-4 Jahren kam im Endeffekt der Song, wo das halt so ein bisschen mit reingegangen ist.
Berührungspunkte. Ich glaube, was du ja schon gesagt hast, wieso es halt etwas ist, quasi eine Culture, wo man sagt, die ist halt, war schon immer da, es hat allein schon die Klamotten, also die Kleidungsstile, die du aufgeführt hast. Cowboy-Hüte gab es schon immer, Jeans sowieso, Stiefel. Und das ist halt, glaube ich, immer so ab und zu nach 2-3 Jahren, das ist irgendwie high, dann ist es ein bisschen weniger, aber trotzdem, du hast es immer wieder. Wenn das in der Mainstream angekommen ist und halt nicht weggeht, sondern halt ab und zu vielleicht maximal zunimmt oder abnimmt, dann ist es halt immer da. So, und ich glaube, deswegen auch die Country-Musik, also klar, es ist halt super speziell und ich glaube, für viele hier in der Region, da ist es super schwierig, immer nachzuvollziehen, dass da wirklich zum Teil irgendwie Country-Musiker ist, irgendwie in Übersee gibt, die haben irgendwie, also die haben 80.000 Leute irgendwie pro irgendwie in Stadien irgendwie und die machen halt ihre Tour 2-mal im Jahr und alle kommen. Aber dann hast du halt so Post Malone, der auch zum Teil auch Country-Einflüsse hat und dann bündelt das und zum Teil, glaube ich, konsumierst du Country-Einflüsse, aber du hast es gar nicht auf dem Schirm, dass es zum Teil dieses speziell einfach in diesem Bereich ist. Mein Bezug dazu, na klar, Western Filme früher. Bin aber auch, muss man sagen, Yellowstone hängen geblieben. Und wenn man überlegt, wie Yellowstone halt durch den Erfolg auch diese ganze Western-Thematik wieder aufgebaut hat, mit diesen ganzen Untersegeln etc., mit 1800 etc. pp. Und aber auch, ich vergesse jetzt mit dem Namen, aber diese eine Segel, die sie auch abgekapselt haben mit dem dunkelhäutigen quasi Sheriff, das ist ja das, was ja trotzdem bei uns allen ankommt. Und ob du jung oder alt bist, du wirst damit ja konfrontiert und quasi sozusagen auch mit der Thematik oder mit der Geschichte dahinter. Und ja, dann hast nicht die Winnetou-Filme, die in den Kroatien gedreht wurden in den 80ern oder 60ern, 70ern, sondern dann hast du im Endeffekt das, was dann in Amiland gedreht wurde, aber dennoch für die breite Masse dann sofort zugänglich ist. Deswegen, ich war immer schon einem guten Western nicht abgeneigt, somit freue ich mich über den Hype, der jetzt quasi mit den ganzen Serien rübergekommen ist. Musik eher nicht. Und Klamotten, ich glaube, ein Cowboy-Hut würde mir jetzt nicht so stehen. Aber du, das habe ich auch gesagt, dass ich keinen hatte. Ja, aber das ist so ein bisschen mein Bezug. Also ich glaube, war schon immer da und wie gesagt, ich bin Verfechter vom Westernfilm. Deswegen hatte ich halt, das war mal so mein Berührungspunkt, den ich halt gut fand. Und wo man zwischendurch mal dachte, so schade, dass es nicht mehr Gutes aus diesem Bereich gibt, was früher irgendwie so zelebriert wurde und dass es jetzt mittlerweile mehr im Mainstream wieder angekommen ist oder mehr Hype ist. Und mir freue ich mich, dass du halt wieder gut erzählte Geschichten aus dem Wilden Westen vorgezeigt werden. Ja, eben, also alleine die Geschichte des Wilden Westens ist natürlich einfach unglaublich spannend und hat man ja gesehen, kann Generationen voll begeistern. Ja. Karl May wahrscheinlich immer noch eines der meistgesehenen Open Airs überhaupt. Ja, ja. Also Karl May Festspiele gibt es ja jedes Jahr. Deswegen, also bin ich voll bei dir, hat auf jeden Fall, und klar, also es gibt da unzählige Rapper, ja, oder Künstler, die immer mal wieder darauf aufspringen. Genau, du hast schon gesagt, Lil Nas X auch als damals, oder was heißt damals, auch als afroamerikanischer Musiker, das ist natürlich ganz klar, also und irgendwie, das macht es ja auch aus, dass Country oder beziehungsweise allgemein Musik hat ja nicht immer nur klare Genres, also es gibt natürlich auch einfach mal Mischungen und Überlappungen und ich glaube, gerade für amerikanische Künstler, die werden natürlich damit geprägt und deswegen ist das grundsätzlich, glaube ich, so, dass das sehr fließend ist, ja. Aber das ist, glaube ich, eine gute Zusammenfassung der Culture. Also ich glaube, das hätte mir geholfen, hätte ich das gehört, bevor ich in die USA gegangen wäre. Na gut, jetzt habe ich es gemacht, wenn ich fast wieder gehe. Deswegen das als Special-Folge, ja, und Basch, du darfst uns beenden oder verabschieden. Verabschieden. Ich würde mal sagen, es ist ja so, Spruch habe ich nicht, aber das macht man mal so ein Cowboy-Hut quasi anziehen, immer so. Ja, okay, da ist wunderbar, ja, da ist, können wir wieder sagen, howdy. Ja, also wir sehen uns beim nächsten Mal oder Salut. Ja, Salut. Salut. Okay, gehen wir mit Salut. Also Salut bis zur nächsten Katscher-Folge. Salut, bis zur nächsten Special-Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.